So, ich zeige jetzt mal, wie ich einen Kreuzanschlag mache. Es gibt dazu schon ganz viele Videos auf YouTube und so weiter, sicherlich auch viele Lehrbücher. Ich zeige es trotzdem mal, weil das eben der Anschlag ist, der für meine verkürzten Rechtsreihen in einem anderen Video am besten geeignet ist. Jedenfalls nach meiner Erfahrung. So, was wir brauchen, Knäuelwolle, Stricknadel. Und das ist ja erfahrungsgemäß das, was ein Stricker braucht. Mehr ist nicht nötig. So auch hier. Wir nehmen jetzt das Knäuelwolle und wickeln einen Faden davon ab. Der sollte ungefähr gut doppelt so lang sein, wie die Weite, die das Stück nachher haben soll. Da ich jetzt nur den Anschlag zeigen möchte, nehme ich hier jetzt mal ein Stück Faden ab und lege den so rechts rüber. So, ich beginne jetzt immer so, dass ich eine Schlaufe mache, eine Nadel nehme, die da durchziehe, festmache. Normalerweise sollte beim Kreuzanschlag schon die erste Masche gewickelt werden. Ich mache es nicht so, weil ich finde, dass jetzt das Ganze ein bisschen stabiler wird und nicht ganz so kompliziert aussieht wie dieses Rumgewickel für die erste Masche. Wird ja jetzt scheinbar noch kompliziert genug, ist es aber nicht. Was wir jetzt machen, wir nehmen den Faden, der hier am Knäuel hängt, also diesen hier, und nehmen den linken Daumen, schieben den von oben nach unten, so dass Faden hier schön locker von rechts nach links um den Daumen gewickelt ist. Möglichst nah an der Nadel, aber das kann man nachher noch korrigieren. Das ist erstmal nicht so wichtig. Nehmen wir die andere Seite, also der Faden, der hier so rechts rum liegt. Halten den auch mal kurz fest. Ich mache das immer mit dem Mittelfinger. Jetzt nehmen wir den Zeigefinger und gehen von oben nach unten. Und diesen Faden liegt jetzt so. Damit das Ganze nicht ganz so wackelt, kann man jetzt diesen Faden noch ein- oder zweimal um den Zeigefinger wickeln. Muss man mal rausfinden, wie man selbst am besten klarkommt. So, jetzt sieht das Ganze also so aus. Wir ziehen das hier noch mal ein bisschen näher ran. Was wir jetzt einfach tun müssen, wir gehen mit der Nadel unter diesen Faden am Daumen, gehen rüber und nehmen den Faden am Zeigefinger und ziehen den durch diese Schlaufe. Jetzt können wir den Daumen einfach rausziehen und hier an diesem Faden das Ganze festziehen. Jetzt liegt der Daumen schon fast wieder richtig. Ziehen ihn wieder ein bisschen näher an die Nadel, dann geht es einfacher. So, nochmal. Wir gehen jetzt wieder von unten hier durch diese Schlaufe, nehmen den Faden am Zeigefinger, ziehen den da durch und ziehen das Ganze fest. So. Mal von unten dadurch, Zeigefingerfaden und festziehen. So, vier haben wir mal fünf, durchziehen, stramm ziehen. So, durchnehmen. Also man kann ruhig ein bisschen dynamisch die Hand bewegen, gar nicht so steif. Also wir gehen jetzt hier unten durch, dann drehen wir den Faden hier so rum. Jeder, wie er es am besten kann. Das ist auf jeden Fall mein Kreuzanschlag. Das Besondere an diesem Kreuzanschlag ist, eigentlich hat man dadurch die erste Reihe schon gestrickt. Hier ist die glatte Seite, die Maschen liegen wie bei einer Glattrechtsreihe. Also wie die rechten Maschen, kann man hier schon sehen. Besonders deutlich, wenn wir das umdrehen, sieht man hier sehr gut diese kleinen Quernupsis, die man eigentlich so bei linken Maschen hat. Das wäre bei glatt rechts gestrickten Teilen also die Rückseite. Das Besondere ist also, die erste Reihe ist gestrickt, denn der Faden liegt auf der rechten Seite und wenn wir jetzt die erste Reihe stricken, stricken wir eine Rückreihe. Fangen also immer mit einer Rückreihe an.
bei glatt rechts gestrickten Teilen wohlgemerkt. Wenn das glatt links werden soll, wäre es natürlich eine Hinreihe. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Mhm. Dieser Anschlag eignet sich eben besonders gut, wenn nachher der Rand ziemlich fest und stabil sein soll. Also wenn man jetzt Jacken, Tops, die nicht ausleiern sollen, die eine gewisse Stabilität haben sollen. Nicht so gut geeignet ist er, wenn man Sachen stricken möchte, die wirklich flexibel sein müssen. Also Lace-Tücher oder ähnliches, da passt das nicht so gut. Ich zeige es halt nur nochmal, wie gesagt, weil ich das benutze für die verkürzten Rechtsreihen, damit sich bei rechts gestrickten Sachen ohne Bündchen das Ganze unten nicht so sehr aufrollt.